Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Automarsch. Wir werden heute erstmal anfangen mit den Restarbeiten. Hier Hopfen abernten, also Tabak ernten, machen den Rest. Bevor wir jetzt den Feld zum Pflügen frei machen. Ne? Und dann geht der Drescher auch zur Feldmoro 5, wo gerade der andere Traktor gefahren ist. Habt ihr nicht mehr gesehen, aber der eine mit kleinen Händlinger ist hingefahren. Maisernte. Und ab und zu mal würde ich vielleicht mal selber mal abfahren mit dem LKW. Aber so im Großen und Ganzen, das ist. Wieso geht das jetzt nicht? Ding. Das ist ein Witz. Es geht nicht. Kaputt geht schon. Hat die ganze Erde geklappt, warum jetzt nicht klappen? So, das geht. Und das nicht. So. Das war wahrscheinlich zu hoch. Die Schräge. Die kam schon schräg. Ich meine, das war kein Verlust, in Anführungszeichen, aber doch ärgerlich, ne, wenn man das nicht ernten kann. Ne? Der nächste ist fertig. Sanja ist fertig. Und zwar auf Feld Nummer 1. Aber wir haben keinen Stress, wir haben 13:30 Uhr. Geht gleich rüber zum Feld Moro. Die paar machen wir noch mit und den Rest nachher. Ja, schauen wir mal, dass wir jetzt immer die Ernte weiterkriegen. Ne? Vorne mal nicht so viel. Da werden wir mal ein bisschen jetzt hier mal sehen, dass wir den leer kriegen. Hoffen wir mal, ne? Wenn Platz genug ist. Und wenn ich nur hochfahren fahren und da abladen. Ne? So. Das läuft. So, geht's auf. Mal durchklicken. Ja, da kann man keinen Punkt finden, ne? Dann der Folge. Berechne Fahrt, mach das mal. So, Anne kommt es auch. So, C. Und du gehst dann auf Feld Nummer 18. Den wertvollen Hopfen, den wir nicht verschenken, ne? Warm in der Bude, in der Wohnung. Aber das ist im Sommer normal. Klimaanlage wäre zu laut. Temperatur haben wir aktuell drinne. Naja, knapp 25 Grad sind da und da sind 27 Grad. Ist aber eher die hohe Luftfeuchtigkeit mit knapp 55%. Am Wochenende waren ja teilweise kräftige Gewitter. Bei mir noch nicht,
heute. Es soll eher morgen kommen. Aber eher mehr Regen als Gewitter. Also schau, Gewitter können geben, aber nicht mehr so kräftig. Wo das örtlich doch mal auch kräftig sein könnte. Weil die Energie ist ja vorhanden. Ne? Aktuell draußen sind es knapp 28 Grad. Jetzt haben wir mittlerweile 20 Uhr, also fast 8:30. Schon heftig. Hier, meine Hütte hier mit Klimaanlage habe ich sogar. Mein Gott, ne. Wie modern. Der steht da oben. Das passt. Dann können wir den gleichen nehmen und Feldmoro 18 einsetzen. Die nächsten beiden Ecken sehe ich ein bisschen was schimmern, also bodenmäßig. Oh, Entschuldigung. Wir haben schon eine Weizen ausgesät für das nächste Jahr. Weizen habe ich schon gemacht. Ich gucke, ob ich auch Gerste schon gemacht habe. Der Hopfen ist, könnt ihr mal, ja, Gerste raus. Ich hatte irgendwie einen Plan gehabt im Kopf. Muss ich mal gucken, was ich auch wieder habe. Ich muss den Baum beides. Weizen und Gerste. Ich werde für ein Glas auch diesen Stein wecken, wenn man eben. Also, aber ein Glasfarm. Bequeme. So. Vielleicht werde ich es auch gleich tun. Bevor ich da auf Feldmoor 6 anfange. Original Schneidwerk ist ein bisschen schmal. So, das können wir jetzt einklappen. Das ist ja herrlich, ne? Jetzt fahren wir Richtung Feldmoor. Wenn der jetzt stehen bleibt, ist gut. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Beziehungsweise, wir haben kein Problem. Das geht trotzdem. Wenn wir zur Not ohne abfüllen überfahren, ne? Das Gute ist, die Brauerei arbeitet mittlerweile schon und da können wir, wenn die Arbeit geschafft ist, auch mal was verkaufen. Und ein bisschen Kleingeld verdienen für Not, um da irgendwas zu kaufen, feldermäßig oder so. Die jetzt noch reif sind und noch schaffen könnten. Schauen wir mal, ne? Ja, da wo mal Gras drin war, habe ich was anderes eingepflanzt. Ich glaube Weizen. Dann werde ich eine Gerste aussehen und umgekehrt wird Weizen sein. Also so, dass ich im nächsten Jahr beide Fruchtsorten haben werde. Ja, die Schweine sollen noch verkauft werden, die den beiden roten Backsteinstellen sind. Also verkauft, die sollen zum Schlachter. Wir müssen uns beeilen, wir haben richtig Stress hier. Also so wenig Fahrzeuge. So, wenn man gleich mal einen Kurs berechnen. So, wenn man gleich mal aufklappen. Müssen wir alles flügen. Notfalls noch einen Flug kaufen. Der Uhrzeigersinn ist das nicht. Na doch. und zwar Kursgenerierung. Feld 18. Dann nehmen wir 3. Da hier oben waren mal Bäume. Hier sind Bäume. Gut, das läuft. Das läuft auch. Und der ist dann fast fertig, glaube ich. Dann kann der auch Feld Nummer 4, wollte ich eigentlich zum zweit machen, als Weitretter.
Und ich war ja an sie gemeldet. Ich dachte, war ich gewesen beim Springen. Es quietscht. Gut, meine Knie quietschen zwar nicht, aber die merke ich schon. Ne? So, umstellen. Und zwar, das muss ich mal auch noch machen. Das ist Feld Nummer 18. 18. Einstellen. Und du fährst, ich muss ganz schnell zu Feld Nummer 18 gehen. Oh, steh im Busch. Oh, der arbeitet. So. Feld Nummer 18, Junge. Da ist er doch schon. Da wollte ich was ändern. Und zwar alt, 0 muss ich gehen. Und den auf Feld Nummer 18 einstellen. Dann weiß der Abfahrer und nicht einstellen. Nur, dass es drin steht, ne? So. Hoffe, der schafft die erste Runde. Dann geht das. Ist ein bisschen größer wie das andere Feld. So. Jetzt gehen wir. Die Brauerei arbeitet. Hört ihr das? Das ist gut, da klingelt die Kasse nachher irgendwann. So, den wollten wir zur Aushalt nehmen. Das weiß man, da muss ich erst machen. So, der ist leer. Da holen wir uns alles Maisgebiss. Weil man den einklappen kannst du schon mal vergessen, ne? In Anführungszeichen. Und vorne riecht mir gar nichts. Und seitlich. Naja. Für Straße ungeeignet. Auf Dauer. Deswegen sei mal so. Weg damit, ne? Kriegen wir nicht mal eine Halle rein. Wenn wir Pech haben. Aber wir werden sie vorne verkaufen, ist egal. Über die Garage. Ich glaube viele Fahrzeuge. Ja. So Capello und einen zweiten kaufen. So, zurück. Und Maisflöcker, Capello, die Breiten. 10, 9 Meter, die Breite. 12. Na, passt doch, genau. Kaufen. So. Na, punktgenau gelandet. Minimal Verlust gemacht. Aber auf Dauer ist das besser. Auch wegen Fahren, ne? Und die Ernte erfolgt schneller. So, dann fahren wir den mal hin Richtung Feld Nummer 5. Da schon mal starten. Oder 6. Unser Freund mit Hopfen. Dann können wir gleich mal flügen. Hoffen wir mal, kein Kalter muss. So. Das können wir nicht mehr ausreif machen, da wird einfach bei den Bäumen hängen bleiben. Und die Bäume würde ich nicht gerne entfernen. Das wäre irgendwo dann optisch nicht schön. Den Mais könnten wir zur Not verkaufen. Ein bisschen Geld verdienen. Aber die Felder sind für nächstes Jahr gedacht für Hopfen. Deshalb habe ich die gekauft. Weil im Frühjahr nicht kaufen brauchen, weil Hopfen brauche ich nicht hoffen, dass irgendeiner aussieht. Sondern das muss man alleine machen. Ne? Das macht ein KI fast gar nicht, glaube ich. Und darauf will man nicht verlassen. Also Feld kaufen, auch wenn es wahrscheinlich muss garantiert gepflügt werden beim Mais. Aber wegen Düngestatus wäre jetzt aktuell wahrscheinlich nicht optimal, aber gut. Das war's, ne?
Aber ein Feld kaufen, was wo keine Frucht drauf ist, ist ja noch blöder, ne? Weil man überhaupt nichts verdient, ne? So, wo haben wir Feld 5? 6 haben wir, okay, 6. Wenn wir gerade ausfahren. Okay, alles verdorrt. Das ist die erste. Das ist, wenn es bei Season der Zeitpunkt überschritten ist. Ist mir an sich nicht ganz logisch, weil verdorren in dem Sinne wird es nicht, aber die Erträge würden höchstens weniger werden. Ne? Also, wenn viel Regen fallen würde, wird auf Dauer auch schlecht für die Frucht. So, angekommen. Muss ich mal gucken, was wir jetzt hier rauskriegen. Ne? Mal kurz einsteigen, also aussteigen und aufs Feld gehen. Ich habe hier eine Feldinfo. Also erntereif, gedüngt 0 und Kraut ist auch 0. Na gut, okay, 7 Hektar, 107. Ja, 107, das sind, ja, ein paar Ladungen, ne? Fangen wir hier vorne gleich an. So, da haben wir schon mal Rechnung. Meist eigentlich sehr ertragreich, aber da es ja nicht so gut gedüngt ist, wenn wir nicht so viel rauskriegen, als wenn gedüngt wäre, ne? Logisch. Aber besser wie nichts. So, dann werden wir gleich mal auf Input einstellen, Feld Nummer 6. Ordner einklappen. Feld Nummer 6. Danke Holger, ne? Deine Audrive-Punkte und Anfahrtskurse. Finde das super. So, hier vorne mal Traktor sein. Ja, wo? Ah, die haben Punkt normalerweise. Ah, 5 geschickt, ne? Wo ist 5? So, haben wir Kreuzung. Straße. Wo ist er? Ah, da ist er hier vorne. Ups. So, stellen wir gleich ein. Abfahrer 6, das passt. Wir müssen nur hier Drescher einstellen. Drescher hoch abkippen und einstellen. Ja, da kennt Kursplay nichts, ne? Mist, gefällt mir nicht. Ja, dann der aber Schaufel, ne? Also. So, C. Entlassen. Den Drescher rausziehen können gleich und den Traktor. Wow. Machen wir Allrad, ne? Gut, das reicht mir. Klappen wir ein. Nein, nicht ein. Machen wir gleich leer. Der war zu langsam. Verkehrten Punkt genommen.
Ja, das andere klappt automatisch, zum Glück. Denn ich will ja auch hier möglichst wenig zerstören, ne, an der Frucht. Eh zu wenig. Aber gut. War vorbekannt. So. Oh, Überlänge. Ho, ho. So, die Schauer. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Einschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Morgen geht's weiter. Hier auf der Marsch mit der Ernte von Mais und Hopfen. Tschüss.